So, hier sind wir wieder mit dem nächsten Teil, mit dem Alex Veit, Sportwissenschaftler. Bei uns hat es sich um die Frage vom Protein gedreht. Alex, du hast wieder eine Frage bekommen, um was geht es denn da? Sicher, also Protein kann man, glaube ich, gar nicht Fragen genug stellen. Ist einfach ein sehr gängiges Produkt. Und jetzt ist es so, ich sage pauschal, also wenn einer wirklich gescheit trainiert, braucht er so circa 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag Protein. Manche meinen ja da exorbitant zu spinnen. Wie siehst du das von der Dosierung her? Ja, also für einen ernsthaft Trainierenden 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist völlig ausreichend. Manchmal hört man in gewisse Zeitungen, die aber dann wieder abhängig sind vom Sponsoren, die dort Werbung machen. Das sind natürlich meist aus der Supplementindustrie. Leute, 2 Gramm reichen euch pro Kilogramm Körpergewicht mit eurer Ernährung zusammen. Für ganz leistungsorientierte eventuell 3 Gramm, aber dann ist auch Schluss. Ich kann mich daran erinnern, du hast eine Frage bekommen. Da hat eine Frau wegen irgendwelche Schädigungen was gefragt. Ja, ist zu viel Eiweiß, schädigt das die Nieren, bla bla bla. Okay. Gibt es ja auch sehr viele, auch so Oldschool-Ärzte, die da immer noch voll drauf rumreiten. Ja, ja, richtig, richtig. Also ich glaube, dass wir hier in Deutschland eher zu viel Kohlenhydrate essen wie Eiweiß. Es gibt so eine englische Studie, das haben sie dann ausprobiert mit über 5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Nach einer langen Dauer hat es wirklich ein bisschen einen Einfluss gehabt. Mhm. Aber wenn man jetzt mal der Alex nimmt, ich schätze mal, du hast so um die 100 Kilo. Ja. Leute, 500 Gramm Eiweiß pro Tag zu essen, das ist wirklich eine Qual. Also das schafft nur ganz, ganz wenige und das machst du auch nicht lang. Also da besteht eigentlich keine Gefahr, wenn man sich normal ernährt, ab und zu 1-2 Shakes pro Tag, dann bist du da absolut im Grün. Und du siehst ja auch so, man sollte es nicht auf einmal reinhauen, sondern ihr verteilt es ja quasi über den Tag. Also ich denke, wir propagieren so auch die Meinung, alle so 3 Stunden sollt ihr eure Nährstoffe mit Protein füllen. Und das ist, glaube ich, dann ein gutes Zeitfenster, stimmt, oder? Stimmt, stimmt. Oh, da gibt es noch eins zu beachten. Mhm. Ein sehr langer Zeitraum in der Regel, bei den meisten Menschen ist ja so, wenn sie abends ins Bett gehen nachts, und wenn sie morgens aufstehen. Nachts, was würdest du da abends empfehlen als Eiweißquelle? Ja gut, entweder halt, ich gehe, wenn ich einen Quark essen will oder sowas. Quark, ne? Ich habe auch Casein natürlich, weil es langsam abgebaut wird. Richtig, richtig. Ich habe auch mal einen Trick gehört, weiß nicht, ob du den normalen Eiweißshake ein bisschen Rapsöl rein, dann geht es auch langsamer, wird es langsamer abgeben. Stimmt das? Richtig, die Fette verzögern die Aufnahme vom Eiweiß. Machen viele, die sagen, oh, ich habe keine Lust, mir ein Casein zu kaufen. Ich habe meinen Whey daheim, tue ich abends mein Öl dazu rein und ihr habt wirklich eine verzögerte Aufnahme vom Eiweiß. Bitte kein Olivenöl, das schmeckt scheiße. ihr habt wirklich eine verzögerte Aufnahme vom Eiweiß. Funktioniert vielleicht nicht ganz so lange wie beim Casein, aber kann man machen. Durchaus legitim, gute Geschichte. Und dann ist natürlich das Frühstück auch wieder wichtig, weil ihr seid ja praktisch über Nacht in der katabolenabbauenden Phase und dann müsst ihr auch schnell wieder da nach oben gepusht werden. Das ist so die eine der Fragen, wo bei uns der Puls immer ein bisschen nach oben kommt. Wenn welche reinkommen, Kunden, und sagen, oh, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Und dann ist so die erste Frage, okay, was frühstückst denn? Ja, frühstücke tue ich nicht. Nein, also Frühstück ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Vor allem, wenn man so lange nichts gegessen hat. Bisschen Protein, bisschen Kohlenhydrate. Was würdest du da empfehlen morgens so zum Frühstück? Also was ich immer ganz geil finde, klassische Haferflocken. Ich mache mir Proteinpulver drüber, ja. Mache ein bisschen 1,5%ige Fett drüber, vielleicht mal eine Banane noch mit rein, ein bisschen Obst rein. Gut. Reicht mir. Ich lasse das Fett eher raus, weil ich finde, das behindert die Aufnahme dann morgens. Ja, richtig. Und da bin ich gut gesattelt für den Tag, oder? Perfekt. Okay. Haferflocken, ein bisschen Eiweißpulver, ein paar Früchte, wenn ihr Bock habt, Banane, je nachdem, was es gibt. Beste. Und ihr startet richtig gut in den Tag. Insofern würde ich sagen, haut rein. Lasst es euch gut gehen und keep on pumping. Ja, und bombardiert uns weiter mit richtig guten Fragen, weil das ist sehr interessant, auch mal eure Sichtweise zu hören, weil so wir sind da vielleicht auch ein bisschen betriebsblind oft und überlegen, stimmt, was könnte man noch sagen. Deswegen, auf eure Fragen kommt es an. Ihr könnt private E-Mail schicken, Postnachricht oder einfach unter das Video posten.